Willkommen im baskischen Hinterland, ganz in der Nähe des Atlantiks, mit seiner einzigartigen und urwüchsigen Landschaft. Unsere erste Etappe ist das Städtchen Espelette und sein berühmter Chili. Hallo Ramuncho. Hallo Audrey. Ist der Chili aus Espelette wirklich so mild? Ja, weil er im Unterschied zu anderen Chilisorten einen geringen Capsaicingehalt hat, der für die Schärfe verantwortlich ist. Der Chili ist ein wichtiger Bestandteil der baskischen Küche. Er würzt und verfeinert unsere Gerichte. Sein einzigartiges Aroma aus sonnengereiften Tomaten, roten Beeren und Paprika machen aus dem Espelette-Chili ein echtes Gewürz. Wie wird er angebaut? Wir hegen und pflegen unseren Chili. Er wird von Hand gepflückt, sortiert und zusammengebunden. Bei uns geschieht alles von Hand. Ich gehe nicht ohne ein paar Erzeugnisse aus Espelette. Und jetzt geht's in die Basse Navarre, in der man herrlich wandern kann. Der Charme des ländlichen Baskenlandes sind seine Traditionen und seine Authentizität. Hier trifft man auf Schafe und Schäfer. Ich bin mitten in den Bergen, rund um das Nivetal. Und nun treffe ich ein ganz umgängliches Wesen, das die Berge liebt. Darf ich vorstellen? Das Potjok-Pony. Ich bin Audrey. Wie wär's mit einem kleinen Ausritt, damit ich dich besser kennenlerne? Mir gefällt an dir, dass du so trittsicher, robust und achtsam bist. Die Basken haben bedeutende Bauwerke, traditionelle Lieder und Folkloretänze, aber auch einen ganz eigenen Volkssport, Pelota. Pelota wird mit der bloßen Hand, einem Pala oder einem Schisterra gespielt. Ziel des Spiels ist es, den Ball immer wieder gegen die Wand oder den Fronton zu schlagen, damit er zurückprallt. Danke, dass Sie mit mir im Baskenland waren. Bis bald auf voyagesncf.com. Tschüss!